Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Partie gegen Ranuk 61. Ja, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Wahrscheinlich wird er Belgien überrannt haben. Also ich mache mir da keine großen Hoffnungen, da lange durchhalten zu können. Ja, der hat einen gefressen, das gefällt mir schon mal. Ja, sie sind ein Stück weiter vorgerückt, aber das ist ganz schön heftig, muss ich sagen. Okay, gut. Hoffe, ja, die fahren weg anscheinend. So, Wiederholung abgeschlossen. Ja. Einen weiteren Befehlshaber habe ich gekriegt. Das gefällt mir schon mal. Wer ist denn da jetzt eigentlich alles unterstellt? Na. Moment. Der ist doch unterstellt, oder? Anscheinend nicht. Ja, ich bin blöd. Ich muss hier auf halbautomatisch freistellen. So, und dann. Den kann ich jetzt natürlich nicht machen. Das heißt, da müssen wir gucken, wen könnten wir theoretisch unterstellen? Den zum Beispiel. Ansonsten könnte man natürlich auch den wegmachen und dafür den Jäger unterstellen. Dann reißt der nämlich auch mehr. Gut, die Briten werden den jetzt erstmal transportieren. Dann werden wir den Jäger mal auf 9 aufladen. Den werden wir auch mal verstärken auf 8. Okay, und dann gucken wir mal, was reißen wir. Wir haben 2 zu 2 auf die Fallschirmjäger frei. Machen wir das mal. 3 zu 3 ist jetzt natürlich nicht so das super Ergebnis. Ansonsten würde ich sagen, verstärken wir den noch auf 8. Verstärken wir den auf 8. Und ja, der ist noch beim Bauen, da geht also nichts momentan. Okay, so. Den könnten wir theoretisch. Ne, Moment, wir sollten da unten auch mal weitermachen. So, und dem geben wir noch einen. Zack. So, es ist die Frage, mache ich das oder lasse ich es lieber sein?
gut, wenn ich das mache, 1-1, das wäre natürlich jetzt nicht so prickelnd. Wir könnten vielleicht mal gucken, dass wir... da ein bisschen rumbomben. Okay, ein MPP verloren, das ist jetzt nicht so prickelnd. Die Jäger sind ja leider momentan out of order, da geht nichts. Ich bin immer noch unentschlossen, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Gucken wir erstmal weiter hier. Also, ihr fahrt jetzt einfach mal alle da nach Süden. Kannst da noch ein bisschen gucken. So, und dann gucken wir noch mal, wie das mit den Schiffen aussieht. 9, 6, 5. Der hat nur noch 5. Okay. Aber da können wir den jetzt mal ablösen. Die scheinen immer noch auf Modus Überfall zu stehen. Das gefällt mir schon mal. So, aber ich glaube, wir riskieren es. 3-3. Die mal durch. Okay, der ist bis 3 runter. Aber der würde natürlich einen drauf kriegen. Aber ich glaube, ich riskiere das jetzt trotzdem mal. Auch wenn der richtig einen drauf kriegt. So. Ja, sieht ja nicht mehr, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Also, der hat ordentlich verloren. Das ist schon mal praktisch. Gut, 1-0, das sind alles keine Ergebnisse, die man machen sollte. Ja, die Armee wird sowieso verlieren. Den habe ich jetzt zumindest nochmal so aufgeladen, dass er da vielleicht nochmal ein bisschen ja, aufhalten kann. Das Korps hat es deutlich einen auf den Sack gekriegt. Wir können noch mal gucken wegen Forschung. Da ist jetzt aber, glaube ich, nichts. Aber was mir noch eingefallen ist, was ich auf jeden Fall kaufen muss, sind Pioniere für Nordafrika. Von daher machen wir das gleich mal. Und dann, ja, würde ich sagen, gucken wir vielleicht mal, wir könnten vielleicht mal mit der einen oder anderen Einheit spinksen gehen, ob wir da irgendwas sehen können. Und wir könnten den vielleicht nach Malta fahren. Und dann sozusagen von da aus da in den Hafen reinbomben. Da müsste ja noch das Schiff stehen, wahrscheinlich. So, jetzt ist die Frage, ob ich nicht den nach Ypern bringe. Dann hätte ich natürlich nur das Problem, dass ich nicht weiß, wen ich da reinstellen soll. Also die Überlegung, die ich jetzt natürlich habe, ist, dass ich die Einheiten hier auf diese Linie zurückziehe. Dann bräuchte ich noch 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, da würde ich 2 Einheiten mit frei machen, die ich jetzt natürlich dann irgendwo hier weiter
an dieser Front einsetzen könnte. Naja, müssen wir uns alles mal überlegen. Ich würde sagen, die Schiffe fahren wir noch nach Norden. So, aber es ist echt interessant, dass wir gar nichts sehen können. Also scheint er sich jetzt nur mit den Einheiten da darauf zu konzentrieren. Das brauche ich natürlich auch erstmal Ewigkeiten, bis ich da runterkomme. Was nicht so prickelnd ist. Naja, wir haben jetzt 3. April. Er hat jetzt Belgien, also Niederlande, erobert. Fast Belgien erobert. Ich denke mal, hier werde ich mich nicht mehr so lange halten können. Wobei der falsche Jäger auch gut einen auf den Deckel gekriegt hat, was schon mal praktisch ist. Der Panzer ist auch auf 8 runter. Also es ist zumindest auch verlustreich für den Gegner, was schon mal praktisch ist. Aber in Sachen Moral sind sie natürlich weit überlegen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine gute Idee ist, die durchzutauschen. Das würde auch gar nicht gelingen. Ich könnte höchstens den dahin bringen. Wäre aber natürlich eine Überlegung wert, zu gucken, ob ich den Zweier kaputt kriege. Aber die Frage ist, ob mir das gelingt. Das wage ich mal zu bezweifeln. Der kriegt sogar einen auf den Deckel. Naja, man kann es ja mal versuchen. Ja, lange werde ich mich hier eh nicht halten können. Das sage ich jetzt mal so deutlich. So, du gehst mal da rein. Ich denke mal, einen Chor kann ich am ehesten noch irgendwie verschmerzen. Und du gehst da mal hin. Hauptsache ist halt, dass die Armee am besten entkommen kann. Gut, die habe ich jetzt natürlich dahingestellt und das Hauptquartier vor allem. Und die Flugzeuge, das ist dann in erster Linie dann doch wichtiger, dass die entkommen können. Okay, gut. Wir können mal nochmal gucken. Also er hat jetzt 34 Einheiten. Verlorene MPP 300. Über 300 und ja, also 225, 230 etwa dürfte er jetzt auch in meinem Zug verloren haben. Was auch nicht schlecht ist. Auf jeden Fall mehr als wir momentan haben. Gut, Italien ist natürlich momentan, ja, hält sich zurück aus allem. Nochmal irgendwo rein investiert, okay. Und nochmal irgendwas gemacht, 125. Ja, das könnte. Ne, Panzerkrieg haben sie ja schon. Was kostet denn 125? Müssen wir mal gucken. Befehlskontrolle vielleicht. Das kostet 150. Ich weiß nicht, was kostet 125? Also, ich glaube, mit den. Oder vielleicht Produktions, aber ich glaube, das kostet 175 bei den Deutschen. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Naja, das ist natürlich blöd, dass ich das jetzt nicht weiß, was wie viel kostet. Müsste ich vielleicht mal, ach, vielleicht nee, Artilleriewaffen haben sie auch schon am Anfang. Also da kann es jetzt auch nichts sein. Das haben sie, glaube ich, hier Infanterie, Panzerkrieg und sowas haben sie schon. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war das jetzt eine verlustreiche Angelegenheit, auch für die KI. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was jetzt so passiert. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Gucken wir uns noch das Ende an. Pioniere sind fertig, das ist gut. Führen zur Störung, ja. 38% Infanteriekrieg, 43% Panzerkrieg, 263, 159. So, das heißt, die USA können dann jetzt endlich auch mal was Vernünftiges in Angriff nehmen und die Franzosen hoffentlich wieder eine Menge refitten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.